Hallo, meine lieben Friends, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Airbus Simulator. Wir sind in Leipzig stehen geblieben, am Hauptbahnhof. Und es geht weiter nach Erfurt, ne? Ich denke mal, wie gesagt, hier steht ja auch eine Rast. Ich komme mal kurz, wo wir die Rast machen werden. Wir sind gerade hier. Können wir nirgendwo hier eine Rast machen? Nee. Doch eine Möglichkeit wäre hier bei der Tankstelle. Ich glaube, das machen wir auch, ne? Und genau. Da würde ich sagen, ab nach Erfurt. Ne? Im strömenden Regen. Zack. Leipziger Taxi, ne? Ja, wie gesagt, meine so Nachttour, ne? Mal gucken, wie es bei euch gut ankommt. Ja, ich meine, ist mal auch eine Erfahrung, nachts zu fahren. Und wie ich sehe, klar, dass nachts kaum Verkehr ist als tagsüber. Das hat man auch gesehen. Ich glaube, auf der Autobahn. Ne? Ich hatte auch vorher eine Aufnahme gemacht. Ja. Da war ich schon im Tunnel gewesen. Und dann merke ich Sebastian. Ach, du hast irgendwas vergessen. Stimmt. Ich habe vergessen, mein Mikro hier zu schalten, ne? Deswegen fahre ich jetzt nochmal dorthin. Ich war aber nicht. Ich weiß nicht, wie weit ich gefahren bin. Naja. Ich glaube, ich habe auch einige Themen angesprochen, aber ich weiß nicht mehr, welche das waren. Dieses Video nehme ich jetzt, ich glaube, ein, zwei Tage später auf. Ich glaube, Themen waren, dass ich halt, wenn ich halt es auf YouTube streame, wollte ich das Story Games, Das ist doch keine Verfolgungsjagd! ja. Streamen, ne? Das ist klar. Aber ich habe mir überlegt, dass ich halt wahrscheinlich den Bussimulator streamen werde. Ne? Halt abends, ne? Und wie gesagt, nur, dass ihr auch Bescheid wisst, ne? Muss ich mir noch überlegen, wie ich das machen werde. Weil ich hatte nie angefangen. Wie gesagt, privat habe ich das sehr viel gespielt im Bussimulator 21. Wie gesagt, ich bin da fast auch durch. Glaube ich, mit der Story, ja, mit der Hauptstory, mit den Missionen, sagen wir es mal so. Und ich weiß genau, es kommen auf jeden Fall die zwei Städte aus dem vorigen Game. Ja, aus dem Bussimulator 18. Ja. Die kommen ja auch vor. Und ja, wie gesagt, das werde ich wahrscheinlich machen. Wie gesagt, ich werde das, glaube ich, so streamen, dass ich halt wahrscheinlich jeden zweiten Tag dann streamen werde im Bussimulator. Ja, muss ich gucken, ob ich das machen werde. Genau, denn ich habe ja noch andere Spiele eingeplant, die was ich wahrscheinlich streamen werde. Ja, zum Beispiel in Disney Dreamlight Valley. Das habe ich ja auch geplant zu streamen. Vielleicht werde ich auch. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Interessiert mich nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, die Ansage muss ich auch noch gleich tätigen, habe ich voll vergessen. Valheim war auch. Ja, das könnte ich auch streamen. Ja. Aber wenn ich halt Valheim streame, das bedeutet,
dass dann wahrscheinlich keine Parts, dass ich keine Parts mehr hochladen werde. Deswegen habe ich mich doch dagegen entschieden, aber wiederum auch nicht, weil ich sag mal so, ich kann dann, wenn die dann, wie gesagt, im Chat seid, ich kann so viel drauf eingehen, wie ich es besser machen kann. Dies und das, wie gesagt, das bin ich mir noch am überlegen, ob ich doch Valheim streamen werde. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Aber das, warum jetzt, ich könnte es auch im Valheim-Video erzählen. Ich glaube, da werde ich es besser angebracht. Und hier, wie gesagt, ein Bus-Simulator könnte ich, wie gesagt, Fernbus-Simulator. Wie gesagt, ich fahre ja alle Städte ab. Und dann werde ich das mal zur Seite legen, dann gucken, wie es dann weitergeht. Ich denke mal, nach dem, wie gesagt, Fernbus-Simulator, werde ich dann den Touristenbus-Simulator angehen. Na. Und ich denke mal, wie gesagt, nach den ich muss halt gucken, ich denke mal, Gas-Station-Simulator geht auch sehr lange. So wie auch Valheim. Und das bedeutet, wie gesagt, sobald der Touristenbus-Simulator dann beendet ist, werde ich mich wahrscheinlich an Dismantle dran setzen. Das natürlich auch, wie gesagt, weiterspielen. Wie gesagt, das Projekt ist noch nicht beendet. Auch wenn das nicht allzu viele Aufrufe bekommt. Und genauso, dass halt 3 Videos am Tag erscheinen, um 7 Uhr morgens, um 11 Uhr morgens und ich denke mal so 14, 15 Uhr. Na, wie gesagt, sind halt die Upload-Zeiten, die was ich mir vornehmen werde, weil ich so einprägen werde. Und wie gesagt, wenn ich halt streamen werde, dann so ab 18, 19 Uhr, wie gesagt, dann ungefähr, ich denke mal so 2, 3 Stunden den Bus-Simulator. Ich denke mal, das ist okay. Ja, und ja. Oder halt andere Spiele, wie gesagt, Disney Dreamlight Valley. Ich könnte mir auch ein Dismantle vorstellen zu streamen. Und, wie gesagt. Ja, was ja auch, wie gesagt, folgt, ist ja auch die WWE-Spiele, wie gesagt, früher. Also vom Vorjahr. Ja, was heißt früher? Das letzte, wie gesagt, Wrestling-Spiel, was ich aktiv gespielt habe, war WWE 18, 2K18. Ja, danach habe ich keins mehr gespielt. Ja, gut. Also WWE 2K19, ich glaube, das ging auch noch einigermaßen, aber ich glaube, ab 20, das braucht man gar nicht mehr spielen. Wie gesagt, ich werde es trotzdem spielen, ich habe sie liegen, und 2K Battlegrounds, wie gesagt, ich könnte dies auch vorstellen zu streamen, ja, naja, nicht zu streamen wegen die Musik und so, ja, da muss ich mir auch noch einen Kopf drüber machen, wie ich das machen werde, ja. Genau. Wie gesagt, Minecraft liegt auch noch vor mir. Das möchte ich auch noch gerne spielen. Wie gesagt, es sind einige Projekte vor, es gibt einige, sagen wir mal so, es sind einige Spiele, die ich noch vorhabe zu spielen, zu Let's Playen. Auch natürlich Trains in World, nichts vergessen. Na, wie gesagt, das darf man nicht vergessen, das möchte ich auch gerne Let's Playen oder als Streamen, je nachdem. Ja. Und wie gesagt, ich mache das hier alles aus hobbymäßig, ne? Und man sieht, ich halte mich an gar nichts, ne? Ja, ja, wie gesagt, das ist halt, so bin ich halt, ne? Wie gesagt, klar könnte ich jetzt alles realistisch dies, das einstellen, aber ich möchte einfach noch spielen. Ich möchte, wie gesagt, dass ihr Spaß habt, und klar, wie gesagt, könnte ich das besser machen. Ja, zum Beispiel, wie gesagt, auch, ich denke mal um Trains in World, aber da sind so viele Tasten, ey. Deswegen habe ich gesagt, ich lasse es nicht, lasse mir einen einfachen Modus, so wie auch hier im Fernbus-Simulator. Na, weil ich spiele ja auch andere Spiele, ne, wie gesagt. Und da vergesse ich manchmal halt die Steuerung, wie gesagt, die, ja, das Alzheimer kickt, sozusagen. Ne, und, Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Genau. Ja, warum fahre ich eigentlich so schnell? Hier bin ich stehen geblieben. Ne? Wie gesagt, hier war die Aufnahme, wo ich halt die erste Aufnahme, wo ich aufgenommen habe. Und da habe ich bemerkt, du hast irgendwas vergessen. Ne? Und zwar hast du natürlich, ja, ne, dein Mikrofon vergessen einzustellen. Ne? Und ja. Naja, ist jetzt egal. Und ja, wie ich schon gesagt habe, wie man sehen kann,
ne? Das ist hier nicht die Formel 1. Dass nachts komplett ruhig ist, ne? Also, dass hier kaum Verkehr ist. Ja, ist auch klar, ne? Ja, deswegen, wahrscheinlich werde ich jetzt nur noch nachts Touren machen. Also, wenn ich so sehe, dass die Straßen nicht so voll sind, muss ich mir überlegen. Dann muss ich mir überlegen, ob wir das so weiter machen werden. Naja. Wie gesagt, könnt ihr auch gerne Feedback da lassen. Und genau, ich lasse mal die Ansage durchlaufen. Hier ist jetzt die Baustelle. Und viel Spaß bei der Weiterfahrt. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service stellen. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch. Entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set, some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, a card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann wieder. Ich denke mal, wenn nichts passiert, ja, bei der Tankstelle wieder. Ja, also kurz vor der Haltestelle in Erfurt. Ich meine, ich glaube, wir sind noch, sind wir schon in Erfurt? Eigentlich schon. Ich meine, klar, das ist doch schon längst Erfurt, ne? Ich meine, ich kann mal kurz nachschauen. Ja, easy. Wir sind schon in Erfurt. Ja, genau. Aber ich sage bis gleich, ne?
Ach krass, sind wir jetzt an der Tankstelle vorbeigefahren? Wo, warum bin ich vor? Habe ich die nicht gesehen? Ja, komm. Dann, ja, gut, dann. Dann ist es halt jetzt so, ne? Dann. Gut, ist es egal. So, dann würde ich sagen, herzlich willkommen in Herford. Wie ich gesehen habe, drei steigen dazu. Salut. Sie wollen Sally. bestimmt mein Ticket sehen. Ah, das sind drei Stück. Ja, dann seid ihr das Mahlzeit. natürlich auch. Hier ist mein Ticket. Mahlzeit. Danke. Ja. Grüezi. Bitte sehr. Grüezi. Danke sehr. Gut, da würde ich sagen, war es das mit dieser Fahrt. Und was ist das für ein Bug hier? Grafikbug. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, das passiert mal. Kann vorkommen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge vom, ja, hier, vom Fernbus-Simulator. Ne. Und, komme ich näher rangehe. Da kann man das besser lesen. Dann ist es nicht verschwommen, ne? Naja, gut. Ist auch egal, wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Ja. Und bis dahin, mal gut, und passt dies raus. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt für euren Support. Und bis zur nächsten Folge. Dann geht die Fahrt nach Kassel. Bis dann und ciao, ciao.